Hallo, liebe Internetleute, Follower, what auch ever. Ja, heute geht es um das hier. Das ist das Neural DSP Quad Cortex. Ich werde hierfür übrigens nicht gesponsert, weil ich viel zu unwichtig bin. Aber es gibt zu wenig deutsche Videos darüber und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eins. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir so ein Ding kaufe. Ich bin wirklich ein alter Empath, weil ich immer gesagt habe, das kann man ja irgendwie nicht richtig bedienen und all so ein Kram. Aber ich habe mir dann dieses Teil angeschaut, schon 2019 ist es, glaube ich, rausgekommen und ich fand es eigentlich ziemlich überzeugend, habe dann aber immer noch gesagt, nee, irgendwie ist das nicht das Gleiche. Und da sie jetzt angekündigt haben, dass sie hierfür auch quasi die nach und nach die Plugins, die man auf dem Rechner benutzen kann, hierfür auch ready machen, wurde das Ding doch interessanter. Ein Freund hat es mir empfohlen, ich habe es dann gekauft und was soll ich sagen, schon die Presets, die hier drin sind, sind richtig, richtig gut. Aber, und jetzt kommt der wichtigste Teil für mich, ich konnte meinen Amp auch modeln. Und wer mich vielleicht kennt, weiß, ich spiele Carvin Legacy, das ist quasi der Steve Vai Amp. Und zwar habe ich da den Carvin Legacy 3. Und ich finde den total super und ich möchte diesen Sound nicht missen. Und das ist einfach auch so ein bisschen zu meinem Sound geworden. Und da habe ich gedacht, capturen wir den mal. Man kann mit den Anschlüssen hier hinten drauf, kann das vielleicht mal sehen, kann man das machen und ich zeige euch in dem Video, wie das geht. Ich habe es ein bisschen auf das nächste Level gehoben, weil ich momentan ein Album produziere für mich. Es dauert aber noch ewig, bis das raus ist. Und hier kann man diese Sachen mit capturen. Das heißt, ich kann meinen Amp-Sound benutzen. Und dann war ich beim Freund im Studio und der hat mich großzügigerweise in sein Studio gelassen und zwar Luna Studio in Lüdinghausen. Der Robin Mussmann hat mir da unter die Arme gegriffen und wir haben einen ganzen Tag lang Amps, gecaptured. Ja. Und schaut euch das an. Ich werde es gleich einmal so erklären und dann geht es direkt ins Studio. Also schaut euch das an, wenn ihr wollt und lasst bitte ein Like da. Ich kann die echt gut gebrauchen. So, hier haben wir einmal das Quad Cortex aufgebaut und wir haben jetzt ein Preset, wo noch nichts drin ist. Man kann hier alles Mögliche einstellen. Das ist sehr, sehr einfach. Man kann einfach Dinge einfügen und so weiter. Dazu könnte ich auch noch mal ein Video machen, wenn das jemanden interessiert, also wenn das viele Leute interessiert. Aber das ist wirklich eigentlich total intuitiv und super. Was super interessant ist, dass bei Reglern, wenn Regler angezeigt werden, dass man hiermit quasi wie mit POTIs das hoch und runter drehen kann. Das ist für mich ein riesiger Grund dafür gewesen, das zu nehmen, weil erstmal ist es haptisch sehr, sehr angenehm. Es hat einen leichten Widerstand und es hat auch so eine, ja, wie sagt man, es rastet nach einem Millimeter immer ein und das gibt mir so ein bisschen mehr das Amp-Gefühl. Also wenn ich Sachen zum Beispiel ändere, geht es schneller. Aber wir sind jetzt bei Captures und das will ich jetzt erklären. Hier oben sind drei kleine Punkte und da drücken wir drauf und dann gibt es hier ein Menü. Da gehen wir auf New Neural Capture. Da steht's. Und da müssen wir einmal den Finger drauflegen. Und dann sehen wir hier quasi die Rückseite des Quad Cortex. Also alles, was quasi hier ist. Das heißt, es fängt auch da an. Der Input 1 befindet sich hier. Wenn man es mal hochhebt, sieht das so aus. Also ist eigentlich alles total idiotensicher, wenn man es mal so sagt. Und man kann einfach sehen, was man machen soll. Also wir sind jetzt bei Step 1. Plug your instrument into input 1. Heißt, wenn ich jetzt das machen würde, würde ich mein Instrumentenkabel da reinpacken. Haben wir jetzt gemacht, sage ich jetzt einfach mal so. Und weiter geht's. Jetzt haben wir connect your headphones and or use out 1 and 2 or 3 and 4 for monitoring. Heißt, wir monitoren auch gleichzeitig unseren Sound. Wir haben quasi einmal auf dem Kopfhörern, wie unser Amp überhaupt klingt. Auch hier wieder können wir benutzen Out 1 und 2, die sind normalerweise gehen die an den FOH oder halt 3 und 4 und hier haben wir den Kopfhörer und der ist auch tatsächlich unten, deswegen muss man sich vorstellen, dass dieses Zeichen einfach so rüber geklappt ist. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut, auch wenn man mal irgendwo ist, wo man schnell was machen muss, ist das relativ sinnvoll. Gut, macht man jetzt Captures vielleicht nicht, wenn es schnell ist, aber ich finde es halt sehr sinnvoll. Dann gehen wir weiter. Wir haben das jetzt getan. Monitoren. Jetzt gibt es einen Capture Route, das ist der hier oben. Und der muss in den Input vom Target Device. Das heißt, der kommt jetzt in den Amp, also in die Front vom Amp. Oder vom Amp-Pedal oder was auch immer. So, dann geht es weiter, haben wir auch gemacht. Jetzt müssen wir ein Mikrofon
vor dem Cabinet, also vor der Box positionieren. Das ist jetzt etwas, wo ich tatsächlich sagen muss, ja, das ist ein bisschen schwierig für einige, weil man ein Mikrofon natürlich, da braucht man schon spezielle Mikrofone, ein gutes Mikrofon. Aber auf der anderen Seite kann man auch ganz gut Sachen schon mal ja, benutzen, die man vielleicht mit dem Mikrofon, was man zu Hause hat, machen kann. Aber hier ist so ein kleiner Schwachpunkt, wo ich sage, so ganz so easy peasy ist es dann doch nicht. Aber das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben die Mikrofone angeschlossen und er warnt uns nochmal, dass wir es nicht einfach hinten in den Amp stecken können, weil sonst die Röhren durchgehen. Ne? Also Amp ohne Load funktioniert nicht. Man könnte, glaube ich, auch an eine Loadbox gehen. Wenn man jetzt sagen würde, man hätte so ein Aux oder so, dann ginge das wahrscheinlich auch. Und wir haben es jetzt gemacht mit mehreren Mikrofonen, die ich gleich dann einblenden werde. Und dann haben wir gemodelt. Und dann macht es ganz tolle Sachen. Und jetzt gehen wir auch weiter. So. Mein Finger ist natürlich nicht so toll. Once everything is connected correctly, you can proceed with creating your neural capture. Wir gehen jetzt davon aus, dass das alles getan wurde. Gehen auch weiter. Und jetzt sagt er, oh, was ist hier los? Jetzt würde ich normalerweise spielen, dann würde hier angezeigt werden, welche Lautstärke da rauskommt in Dezibel und hier auch. Man muss noch gucken, ob man jetzt auch wirklich ein Mikrofon dran hat oder das Instrument. Ja? Und dann drücken wir hier auf Start Capture und geht's los. Aber das seht ihr gleich im Video. So, da bin ich jetzt angekommen, hier in diesem wundervollen Studio, im Luna Tonstudio in Lüdinghausen. Ich bin auf der Fahrt tatsächlich geblitzt worden. Das war nicht so gut. Großartig! Das ist der Robin. Mit dem habe ich in der Band gespielt. Er am Schlagzeug, ich am Bass. Und das hat ganz gut geklappt. Da sind schon die kleinen Ämpchen aufgebaut. Also noch nicht aufgebaut, sie stehen da aufgebaut. Das sehen wir gleich. Und da ist eine Gitarre drin. Da kann man jetzt raten, was das ist. Da etwas drin, was nicht der Podgo ist. Und ich filme noch mal hier so in die Ecke, denn hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Fast wie zu Hause, nur mehr Amps. Und wenn man jetzt hier rüber geht, da sind da ganz viele Kabel. Das wäre auch gut, wenn ich da mal einen Raum hätte für. Und hier ist die Regie. Und hier stehen nicht nur Instrumente, sondern auch ganz viele tolle Sachen. Ist das nicht eine wundervolle Schallzentrale? Und da oben steht der heilige Gral für jeden 80er-Jahre-Rockgitarristen. Der Soldat. Er ist wunderschön. Da ist das Ochs. Ein bisschen Werbung. Unbezahlte Werbung. Und da ist die. Und ja, wir gucken gleich mal, wie wir das so aufbauen. Und um dieses Teil geht es gleich. Das ist nämlich das Quad-Cortex. Und da müssen noch Strom dran. Und dann werden wir meine Amps modeln. Dann brauche ich nie wieder etwas zu tragen. Sehr schönes Gerät. Nie wieder irgendetwas zu tragen. Das wäre natürlich super schön. So, um mit dem Quad-Cortex quasi das capturen zu können, brauchen wir ein Mikrofon. Wie man jetzt hier sieht, das sind nicht ein Mikrofon, das sind drei Mikrofone. Und das sind sehr, sehr gute Mikrofone. Deswegen, wir machen das mal vernünftig, hat der Robin gesagt, im Grunde. Also wir haben hier ein Ribbon-Mikrofon, dann haben wir das klassische SM57 und das unter ist das SM7B. Und die sind jetzt hier vorne so platziert, dass sie nicht so genau in die Mitte von dem Cone kommen, sondern so ein bisschen außerhalb. Und die gehen dann raus, über Kabel natürlich, in die Box und dann kommen die quasi hinten wieder raus, gehen ins Pult und enden bei einem, ja, werden zusammengeführt und gehen dann quasi hier rein. Und normalerweise ist da nur ein Mikrofon eingeschliffen, aber um das vernünftig zu machen, haben wir das mal so gemacht und es wird bestimmt ein sehr, sehr gutes Capture, ein sehr, sehr genaues Capture, denn allein Super. was die Mikrofone da vorne kosten, ja, da hätte man sich wahrscheinlich auch schon Amp für kaufen können. Ja. Und es wird sehr, sehr spannend. Und der Amp-Head steht tatsächlich hier, obwohl die Box dasteht. Alles möglich. Mit Hilfe von langen Kabeln. Unglaublich.
So, jetzt haben wir hier alles aufgebaut. Dies ist eine Gitarre. Dies ist ein sehr begabter Tonmann. Ein bisschen. Und Understatement. Wir haben jetzt hier das alles durchgegangen und das Ding guidet einen da durch. Dazu habe ich gerade schon ein Insert noch gemacht, dann könnt ihr das nochmal sehen. Und jetzt haben wir das eingestellt und wir haben aber, weil wir irgendwie ein Grounding-Problem hatten, kann das sein? Ja. Ne? Haben wir was zwischengeschaltet, weil wir hatten einen Brummen drauf, was ziemlich heftig war. Und dann haben wir quasi die Mikrofone so eingestellt, das heißt wir, Robin hat die Mikrofone so eingestellt. So habe ich die eingestellt. So eingestellt, er zeigt nochmal drauf, ganz wichtig, da hat er so eingestellt, das könnt ihr alle zu Hause nachmachen an eurem Pult, dass das genauso klingt wie im Raum. Und das ist, glaube ich, das, was man einmal richtig einstellen muss. Und jetzt werden wir dazu übergehen, dieses Ding zu modden. Und das ist sehr, sehr lustig, denn man steckt einfach hier drauf auf Start Capture. Und jetzt fängt es an. Und das spiele nicht ich, das sind so Sounds. Mario Kart. So, jetzt fängt er an, das Netzwerk zu programmieren und den Sound zu emulieren. Und das scheint zu wissen, dass das mein Favorite Device ist, weil das sagt es das. Und das ist tatsächlich mein Favorite Device. Also, die KI funktioniert. Ich glaube, das dauert jetzt einfach nur noch Zeit. Also, Schnitt. So, das zeigt es an, wenn es fertig ist. Und jetzt kann man das quasi AB. Und jetzt kann man da nämlich immer drauf drücken. Jetzt muss ich die Gitarre abhören. Ich mache jetzt einfach mal die Gitarre auf die Beine. Also, ich finde, es hört sich ineinander über. Eine ganz kleine Differenz, würde ich sagen, ist da, aber wirklich minimal. Aber das ist schon, also im Mix und überall muss man sagen, das ist schon sehr, sehr geil. Also, safe. Müssen wir dem ganzen Namen geben. Das muss ich jetzt nicht finden. Mesa auf Marshall, Legacy in der Ecke und noch ein paar andere, aber auch wieder Mikrofon, Konvolut. Dann gucken wir mal. Und das geht alles in den, kann man folgen, in die Regie, in den Karsten-Amp. Da ist er. Schön ist er. Dann geht's da rein, dann geht's hier rein. Und da ist nochmal ganz gut, da muss ich gleich nochmal einmal gucken, von vorne rein, wie das aussah. Dann kann man das mit dem Capture nochmal erklären, weil hinten ist eigentlich alles relativ einfach zu machen. Und ja, dann gucken wir rein. Das war sehr aufregend, also die Einstellungen waren sehr, sehr gut zu machen. Ich drehe mich hier nochmal schön im Kreis, das ist die Gitarre. Es hat riesig Spaß gemacht und ich glaube, die Captures sind ganz gut geworden. Und das ist bestimmt ganz lustig, sich das auch mal im Internet anzugucken, wie das so sonst noch funktioniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffe, dass das Video euch gefallen hat und man hört sich.